ich da oben wirklich stehe. Ui, ui. Ey, nicht da hinten lachen, ja? Schön still da hinten. Super. Junge Frau, wir halten ganz still, kurz auf. Kurz aufstehen bitte. Ja, das machst du super. Aufstehen kannst du schon, das ist gut. Die Keule in der Mitte greifen, ein bisschen höher. Ja, da ist super. Ast rein. Und mir gleich so von unten zuwerfen. Einfach hier meine linke Hand rein, ja? Warte, 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 warte. Perfekter Wurf. Wow. Wie ist dein Name? Annika. Das hast du super gemacht, Annika. Auch ein schöner Name übrigens. Wie heißt sie? Jule. Jule, steh doch mal kurz auf. Ist total super. Komm einfach nur einen kleinen Schritt vor die Kinder, dass du die nicht aus Versehen triffst mit der Keule. Stopp nicht so nah, das wäre zu einfach. So ein bisschen zur Seite, dass du beim Ausholen nicht das Kind erwischt. Super, ich fände es gut, aber die Kinder nicht. Okay. Jule, pass auf, es wird immer behauptet, dass Frauen nicht werfen können. Ja? Das ist eine Behauptung, die die Männer aufgestellt haben, um die Frauen zu unterdrücken. Wenn ich das Ding gleich nicht fange, ist das meine Schuld. Ja? Das gilt auch für alle anderen Situationen im Leben, dass eigentlich immer die Typen schuld sind. Einverstanden? Eins, zwei, drei. Perfekter Wurf! Ein bisschen Applaus für Jule. Tilo, komm auf die Bühne. Heute schon da. Tilo, halt Abstand. Abstand halt, Tilo. Oder komm auf die Seite, das wäre noch spannender für mich. Das macht es noch besser. Tilo, hast du gerade gehört, was ich zu Jule gesagt habe? Ja. Das gilt für dich nicht. Wenn ich das Ding jetzt nicht fange, bist du schuld. Ja, und dann kriegst du die beiden Keulen hier zurück und ich kann werfen. Kleinen Schritt noch nach hinten, ganz klein, stopp, so ist perfekt. Tilo, ich habe nur noch die linke Hand hier gleich frei. Ich zähle bis drei und dann bitte von unten, so in der Mitte halten. Guck mal, nicht hier so, sondern da so, ist super. So von unten mit einer halben, bis ungefähr ein Salto, also 360 Grad. Super, du nicht, nur die Keule. Tilo, bist du nervös? Ich schon. Eins, zwei, drei. Perfekt. Dankeschön, Tilo. Und jetzt meine große Vorschläge. Genau, nicht nach unten gucken, weil ich springe, so nicht, dass die aus den Kindern haken. Also ganz normal gucken und nicht den Kopf runternehmen. Eins! Wer hat das schon mal gesehen? Ihr wart gestern da. Okay. Hat das sonst jemand schon mal von jemand anders gesehen? Ja, ich weiß warum. Zwei. Guck mal, 5 cm mehr. Super, so ist gut. Ich kann nicht mehr so hohe Stufen machen. Nicht, dass das überflüssige Benzin in dein Gesicht läuft. Warum lacht ihr da immer?